da. Wo wir befinden. Du hast bald keine Bäume mehr. Und keine Geschlechtskrankheit. Was? Ja. bald keine Bäume mehr, das stimmt. Ich fahr einfach mal mit, Werner. Ja, ist gut. So, als Admin einloggen muss ich mich noch. Siehst du? So. So, was jetzt, machen wir denn jetzt? Jetzt aufpassen, Leute, ich zeig das Passwort. Okay, wer mitgeschrieben hat, kann vielleicht auch jetzt ab sofort am Let's Play hier teilnehmen, wer nicht, tja. So, ja. Aber es gibt einen Tipp, wir können das Video anhalten und zurückspulen. Wow. Wollte ich jetzt fragen. Ich glaube schon, dass wir das Geld zusammenbekommen jetzt mit, dass wir das Förderband kaufen, ist das so richtig? Na, auf jeden Fall. Ja, dann könnte ja einer schon mal zum Händler fahren. Ich fahr zum Händler. Das mache ich. Oh. Okay. Ja, weil ich bin schon unterwegs. Oh, ja, Felicit, du kannst dann gleich Hackschnitzel fahren bis zum Umfallen wahrscheinlich. Oh ja, bitte. Ja. Und dann müssen wir einen Traktor kaufen. Ja, ja. Genau. Wir hatten ja gefragt das letzte Mal, was für einen, ne? Ja, genau. Ja. Und da haben wir ganz viele Kommentare gekriegt. Weißt du, was das Problem ist? Was? Es schreibt jeder was anderes. Ja, ja, das ist so. Zu mir haben sie das bei mir haben sie drunter geschrieben, setz dich durch, Freezy, kauf dein Deutz. Obwohl ich ganz oft jetzt ohne Mist gelesen habe, Fendt. Ja, Fendt ist halt sehr eine populäre Marke. Ne? Ja, sehr beliebt bei den ganzen Zuschauern. 700, das habe ich echt oft gelesen, die 700er-Reihe. Bei mir stand auf das mal drin. Obwohl ich auch sehr oft gelesen habe, hier den Steyr. Was stand bei dir, Randy? Steyr? Ja. Nee, bei mir stand da drunter, ich weiß gar nicht, war das doch mit dem Wildfarming-Projekt oder war das hier? Ich weiß es irgendwie, hieß es ja hier wegen Deutz und Fendt und halt alles. Ich sag, was, Randy, was hast du gegen Deutz? Ich hab gar nichts, wir sind die Traktormarken sowas von egal. Hauptsache, das ist ja das Problem. Nee, das ist wie, weißt du, sowas sagen auch Rentner, wenn sie sich ein Auto kaufen. Hauptsache, es fährt. Weißt du, es geht nicht darum, von A nach B zu fahren. Geht darum, wie du von A nach B fährst. Ja, cool. Guck mal, sonst würde Werner kein Pickup fahren und mancher keiner, was weiß ich, Lamborghini oder was weiß ich. Oder du findest ja auch Lamborghini geil. Bin Lamborghini geil, ja. Das ist manche weniger mögen, fürs Fahren. Das ist ja, mehr ja aber manche mögen halt so Pickups und SUVs und manche mögen Sportwagen, manche halt eher die Familienkutschen, was auch immer, keine Ahnung. Was wollen wir jetzt haben? Das Mittelsegment oder nee? Was brauchten wir? Das ganz, ganz kleine am Anfang. Dieses genau. Loser-Ding da, oder was? Weil das große richtig. Haben wir schon. Okay, richtig. Das hast du aber schon gekauft, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Gut. Das steht hier. Hat das schon einer gekauft? Ich nicht, ne? Auch nicht. Nö. Dann die ganze Zeit schon am Ende. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott. Lol. Wow, so, ich sehe schon die Kommentare wieder. Oh nein. Hä, hatten wir das schon gekauft? Hat mich auf alle Fälle fokussiert, das ist richtig, aber weiß ich nicht. Oder haben wir so viel Hackschnitzel einfach verballert, dass wir das uns leisten konnten? Kann sein. Wir haben irgendwas gekauft. Ja, ist egal, dann haben wir jetzt schon mal Startkapital für einen neuen Trecker. Ist ja nicht so schlecht. Ja. Ja, ihr seht, so eine Woche dazwischen, die ist immer absolut Brainfuck. Brainfuck. Aber was ich lustig finde ist, ich habe einen Bug mit der Drive Control. Warum denn? Bei mir geht der grüne Pfeil nicht weg. Also er ist aus, aber er geht nicht weg. Er wird trotzdem angezeigt, lol, warum das denn? Ja. Wenn's nur dort ist. Ja, ist nur das. Dann ist ja alles gut. Das sagt er so lapidar. Was sagst du so in deinen jugendlichen Leichtsinn? Gut. Dann kam öfters nochmal die Frage auf, wegen Freezy, weil es um seinen Geburtstag nächstes Jahr ging. Warst du jetzt 33 oder 34? Ich? Nee, Tino. Der Tino wird 32, ne? Oder wird 32 oder 31? Nee, das war wieder Lutscher. Quatsch, der wird glaube ich 42. Also. Rentenantrag ist raus. erstens, Freunde, wie oft soll ich euch noch erklären? Ich bin. Freezy hat ein paar Monate vor mir Geburtstag. So. Ja. Und doch, er ist ein paar Monate älter wie ich. So, und auf jeden Fall werde ich dieses Jahr 28. Ja, wir sind paar Monate. Ich wollte gerade sagen, der weiß nicht, wann ich Geburtstag habe. Und das nach einem Jahr, Alter. Wann hast du Geburtstag? Am 4. August, du Pillemann.
Oh, das sind ja nur 10 Tage. Ja. Okay, ja. Und ich werde 21. Also 33. Um 5 Mal. Da war Flut. Wie die Oma bei Two and a Half Man, die wird auch immer 40. Ja, warum? Was wollt ihr denn wissen? Nö, es ging halt um Freezy, weil der halt nächstes Jahr auch 30 wird und dann hieß es halt, wie, dann kam halt die Frage auf, wie alt du bist. Und wussten wir gerade nicht, da haben halt alle gerätselt, Flo also, hat halt so 33 geschrieben. Um das jetzt vernünftig zu erklären, wir haben gestern gestreamt und da war ein junger Zuschauer, er wollte halt wissen, wie alt Randy ist, dann hat er gefragt, wie alt ich bin, dann wurde gefragt, wie alt Tino ist. Und ja, da ging halt die Spekulation los, weil du ja nie vernünftig sagst, wie alt du bist. Nö, weil ich es einfach vergessen habe. Und das auch. Dass Tino 20 ist, das sieht man. Ja, sicher. Sieht man schon an den Falten an dem Auge da. Alter. Hat er nicht gesagt. Nein, nein. Sag mal, dieses komische Förderband. Muss man damit auch fahren? Kann man. Nee, ernsthaft. Der Frontlader? Boah. Sag mal. Wie geht denn das mit dem Förderband hier, mit dem Kleinen? Ich glaube, Randy kennt sich da ganz gut aus. Mit dem Lizard-Ding oder was? Ja. Wo ist denn das? Wo bist denn du? Da vorne? Okay. Bin hier. Oh, danke schön. Gucken wir mal. Sitzt schon mal drin, ne? Das ist schön. Da, wo die Schnauze halt nach unten zeigt, da musst du ran. Ja, klar, aber... Lässt ja übelst beschissen fahren hinten mit der Deichsel. Naja, aber ziehst du, zack, jetzt ist es drauf. Jetzt müssen wir es nur noch. Wie kann ich denn das ausmachen? Ja, es passiert ja nichts. Du hast ja dieses All Tippy Anything noch nicht an. So, und jetzt müssen wir das andere dranhängen. Dabei, siehst du, die Eleganz ist bei dem Berg runtergegangen. Aber wie geht denn die Deichsel weg? Guck doch mal, wie scheiße das da aussieht. Ja, hast du die eine Option? Nee. Nicht ist es halt, naja, dann. Ach so, warte mal. Oh, stopp. Für alles eine Option. Ja. Für alles vorfahren. Eine Option, okay. Beste wäre, wenn wir den hier mal wegfahren. Vollidiot. Und du das so ein bisschen schräg ranstellst. So. Schräg, ja. Ja, also ein bisschen zur Straße hingezeigt. Oder warte mal, ich kann ja das auch so ein bisschen umparken. Warum stumpf? Sieht voll lustig aus, oder? Fahren die Förderbänder rum hier. Aber wer sich das ausgedacht hat bei Giants, ey, ohne Mist. So, okay. Obwohl das, was Randy hat, das große, echt geil aussieht. Also das ist echt genial, das Teil. Das finde ich super. So, und jetzt rum mit dem Pops. Nee, das passt nicht. Sieht man doch! Warte doch mal, ich brauche ja noch mal ein bisschen Abstand, so. Jetzt passt's. Oder geht es gleich los hier, ne? Hängt das doch mal dran. Wie ist denn hier dranhängen? Ja, hier, kannst du dranhängen. Die kannst du miteinander verbinden, du Horst. Ja, hast du nicht die Förderbänder mal vorgestellt? Ja doch, das Problem ist nur, ich zeig dir das gleich, was ab. Ja und? Was ist das Problem? Ja, jetzt ist das Zeichen weg, okay. Ich glaube, wir sind jetzt aneinander gegangen, oder? Ja, sind wir. Ja. Kann das sein, dass hier die Animation fehlt? Nee, ja, das ist... Wie es in den Anhänger geht? Ja. Ja, die fehlt. Ja, ja. Aber der befüllt sich für sie, oder? Der befüllt sich, ja. Okay, nice. Sehr gut. Das funktioniert schon mal. Das ist doch top. Das ist der Bombe, ist das doch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Könnte man noch ein bisschen höher machen, glaube ich. Was geht nicht höher? Ah, ausfahren kann man es noch. So. Haben wir uns jetzt eigentlich schon entschieden für einen Trecker? An den Trigger, ja, Deutsch. Damit man, ja. Hommage. Damit man mal gucken können, wie viel Geld wir brauchen und ein bisschen planen können.
bräuchten halt irgendwas in der Mittelklasse. Echt mies, dass es nicht höher geht. Reicht ja so oder nicht? Naja. Gerade so halt. Fisi, wie sieht's aus? Ich bin gerade in Shop drin, aber was haltet ihr denn von dem Fendt 300er Vario? Oh nein. Der ist zu klein. Zu klein. Ja, ja. Eine Leistung. Ich glaube, den kannst du maximal auf 130 hochrufen. Und den 700er? Ja. Also ein sehr guter Traktor ist auch der Waldrad, das muss man einfach sagen. Der Waldrad ist sehr gut. So. Der Same hat auch gut Power, ne? Der hat auch, den gibt es auch mit 193 PS. Der 700 Vario ist halt, ne? Wir sollten uns mal hier in der Kategorie ab dem Fast Track 3000 Doppel da, ich glaube, das ist ja vom Preis her. Ja, ab Fendt 700. Ja, ja, der Fendt 700 ist für die Leistung und wenn du dann guckst, der JCB kostet einiges weniger, hat aber dafür schon mal Grundausrüstung mehr. Der JCB kostet nicht weniger. Er kostet 1000 Dollar mehr und hat aber einfach mal geschmeidige 30 PS mehr oder 40. Ne, der fährt auch wie Sau. Also der geht 70, ja, glaube ich. Ja, der hat 70 in Durchschnittsgeschwindigkeit, logischer. Ja, Fast Track, ja. Also JCBs, ich finde die sowieso generell sehr, sehr geil. Mir gefällt aber zum Beispiel, ich muss halt ganz ehrlich sagen, mir gefällt halt absolut jeder Traktor davon. Ja. Mir gefällt der Fendt, mir gefällt auch der Valtra super gut. Ich finde den Massey Ferguson übelst geil, weil die so eine bullige Schnauze haben. Und Deutz, die 7er Serie, ist ein mega geiler Traktor. Allein von der Front her. Der Lamborghini, das ist, wo willst du anfangen aufhören? Ich würde sagen einfach, wir kaufen jeden einmal, da sind wir auf der sicheren Seite. Das ist richtig. Also wir brauchen schon mal, also mindestens 164.000, wird man es anschauen. Oh. Das sollten wir uns da schon mal passen. Das ist viel, ja. Das ist sehr viel, ja. Umgeschmissen? Nein. 164.000 ist viel. Verdammt viel Geld, ja. Obwohl wir, welchen haben wir jetzt noch aktuell? Warum hast du den Dings jetzt wirklich schon? Ne? Ja, C-Tor haben wir noch. C-Tor, ja. Hast du das Förderband weggeschirmt? Was hab ich gemacht? Warum hast du das Förderband weggeschirmt? Hab ich nicht gemacht. Ich war im Shop die ganze Zeit. So, ach ja, der Augen ist drin geworden, ist klar. Was würde ich sagen, obwohl der C-Tor auch fast 200 PS hat, ne? Kostet halt nochmal 11.000 weniger. Haben wir nicht mal nachgeguckt, ob wir eine Alternativverkaufsstelle für das Hackschnitzel haben? Ich frage es nur so, weil nicht, dass wir das jetzt zu einem Spotpreis verkaufen, wo wir woanders mehr bekommen würden. Ich kann ja mal im Allgemeinen gucken, aber ich glaube, nein. Ja, okay. Ja, es gibt also genau eine Verkaufsstelle und das ist. Da wo wir schon, ja, okay. Das ist Station Sparville, also ne, Sägemühle hinten. 120 Euro pro Tonne. Es wird halt einfach noch ewig dauern, ne? Das muss man einfach so sagen. Ja, meint ihr? Du hast gesehen, Tino, wir haben zu zweit einen vollen Hänger beladen in der letzten Folge und das waren 20.000. Da war das Ganze aber schon geschnitten und fachgerecht, ne? Ja gut, aber das, dafür sind wir zu viert. Das, ja, das ist richtig. Ausgehend müsste es eigentlich, dass wir da so gut beladen können, das müsste eigentlich schon passen. Wie gesagt, wir können den IT-Runner wegen mir gerne weiter beladen, also wir können aber auch hier. Okay. Runner wird beladen von mir. Brauche ich das Problem? Ich habe hier oben kein Holz. Ja, dann zum Häckseln. Suchen wir uns mal eine andere Stelle. Wir müssen ja nicht straight auf der gleichen Stelle bleiben, oder? Ja, also wie gesagt. Wir brauchen dringend auch noch einen Frontlader. Genau. Das ist es. Dann würde ich einfach mal weitergehen. Und würde mal. Warte mal, wo könnte ich mir das aufstellen? Zum Häckseln. Randy, kannst du mal kommen? Hm? Hier steckt man den Traktor. Da ist er. Nee, gut, ich sollte nur hierher switchen, deswegen. Ich würde sagen, dass wir den Platz hier mal vorbereiten, hier. Für Förderbänder, weil der, guck mal da oben. Das ganze Holz können wir alles durchhäckseln. Da oben. Da bist hier. Du. Da, ja. Und dann könnten wir hier den Platz ein bisschen clean machen
für die Förderbänder hinstellen, dann können wir Haufen machen. Würde ich sagen. Wenn wollt ihr es? Machen wir in der nächsten Folge, fangen wir an damit. Noch eine ganz, ganz kurze Frage, wenn ich darf. Wollt ihr es dabei belassen, dass wir einen Hänger haben? So für die Hackschnitzel? Problem ist, wir haben nicht mal einen Traktor, der den einen Hänger eigentlich gescheit ziehen kann. Ich wollte gerade sagen, das geht mir hier voll auf den Sack. Wenn du berghoch fährst, dann ist ja schon ein Ende. Ja. Was denn du für den? Also, ja, den Traktor, naja, er hat den schwächsten halt auch, ne? Achso, naja, gut, dann logisch. New Holland. Gut, ja. Also, ich glaube wirklich, Priorität Traktor, oder? Auf jeden Fall, ja. Oder Werner, was meinst du? Ja, auf alle Fälle, Priorität Traktor. Es wäre nur gewesen, wenn wir jetzt wirklich straight auf Hackschnitzel gehen, ne? Dass wir da zumindest zwei Sachen haben zum Wegfahren. Muss ja kein eigener Hänger sein. Kann ja meinetwegen auch eine kleine Mulde für den IT-Runner sein. Ach so. Weißt du, was ich meine? Weil da müssen wir nicht immer alles separat kaufen, sondern haben ein Gerät, was mehrere Sachen kann. Das wäre eine gute Idee, ja. Ja gut, aber ich sag mal, wenn wir IT-Runner voll machen mit Langholz, ne, an der einen Ecke und an der anderen Seite vielleicht schon ein bisschen häckseln und einen abfährt, weil das Problem ist auch, dass du nicht so schnell nachhexest, dass zwei kontinuierlich ab oder einer kontinuierlich voll ab, oder? Ja, klar. Ja, ich weiß es nicht, wie schnell das geht. Ist auch eine Sache, wie schnell das Holz dann reingeht, ne? Richtig, ja. Also ich denke, dass mit dem Langholz bis der nächste Traktor, weil dann hätten wir auch zwei Frontlader. Ja. Drei Frontlader insgesamt. Du bist ja hier fast durch, ne? Sogar. Ja, ich. Alles, was da war. Am Berg wir ist können ja noch tauschen, also das ist kein Problem. Ja, können wir auch gerne machen. Belassen. Aber alles und gut. Viel mehr gibt es dann in der nächsten Folge übermorgen. Deswegen Däumle da lassen, nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen. Das ist ja alles verlinkt. Bis dann auch drinnen. Battle and out. Tschüss. Tschüss.